begrüße heute hier bei uns Felix Keckermann, der ein Atelier für Pädagogik und Klang führt und über die Europa Verlagsgruppe sein Buch Ideengeber – Beziehung ist einfache Erziehung veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Herr Keckermann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Danke. Herr Keckermann ist ein staatlich anerkannter Erzieher, Klangpädagoge, Klangtherapeut und Praxiskursleiter der Klangmeditation. Er führt das Atelier für Pädagogik und Klang Klangroom in Habach, in dem sich seine Arbeit auf die Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Entwicklung konzentriert. Bitte erzählen Sie uns doch ein bisschen mehr über Ihren Ideengeber, Herr Keckermann. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die nette Vorstellung. Das haben Sie sehr genau getroffen und da haben Sie mich sehr, sehr gut schon beschrieben eigentlich. Ideengeber. Wie bin ich da drauf gekommen? So ein bisschen. Da kann ich nur sagen, so durch meine pädagogische Arbeit. Das bedeutet, dass ich ungefähr seit fast 17, 18 Jahren in verschiedensten Bereichen der pädagogischen Arbeit oder pädagogischen Bildungsarbeit vom Bereich Kindertagesstätte bis hin zur Heimarbeit tätig gewesen bin und mich in dem Bereich dann selbstständig gemacht habe und dann durch Vorträge immer wieder mit Eltern konfrontiert wurde, die dann doch immer sehr im Diskurs gefragt haben und neugierig waren, wie man doch vielleicht einfach Beziehungen oder Beziehungsarbeit leisten kann und umsetzen kann. Okay, und können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen? Was ist Ihnen am meisten aufgefallen in diesen Gesprächen mit den Eltern? Oder was ist eine ganz einfache Hilfestellung, auf die man vielleicht als Laie, sage ich jetzt mal, nicht kommt? Ja gut, ich sag mal so als Laie. Normalerweise müsste eigentlich jeder fast drauf kommen, aber meistens sieht man den Wald ja vor lauter Bäumen genau, nicht. Genau, das meinte ich so damit. Genau. Auf. Und wenn man die dann doch mal versucht abzusetzen, dann stößt man im Alltag auf ganz, ganz viele einfache Aktivitäten, wo man sich ganz gut integrieren kann. Das heißt, wenn das Kind zum Beispiel vom Kindergarten nach Hause kommt und einfach nur was erzählen möchte und manchmal ist der Alltag doch so vollgestopft oder man hat so viel Stress, dass es doch untergeht, so eine kleine Situation, wo man das Kind mal ganz schnell so ein bisschen abtut mit "Warte mal einen Augenblick." Und dann fällt die Situation so unter den Teppich. Und das sind schon so die ganz, ganz kleinen Ansätze, wo dann doch so eine beziehungsbildende oder Vertrauensarbeit sich dann anfängt, so in den Alltag zu integrieren. Und das natürlich über die Jahre, was dann auch immer festigt. Und das bildet und bindet aneinander. Okay. Sie sind auch Klangpädagoge, beziehungsweise arbeiten auch viel mit Musik. Inwiefern kann man Musik mit in die Erziehung einfließen lassen? Oder wie hilft uns Musik nicht unbedingt bei der Erziehung der Kinder, aber wie kann uns die Musik unterstützen in der während dem Wachstum der Kinder? Ich stelle Ihnen mal dazu direkt eine Gegenfrage. Sie haben ja bestimmt schon mal die Aussage gehört, der Ton macht die Musik. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt, jeder von uns hat Geräusche und Töne so im Alltag, die einen begleiten, egal ob Straßenlärm, der doch etwas unangenehm ist, oder auch vielleicht das Lieblingslied, was im Hintergrund ganz leise im Radio läuft, was man erst gar nicht registriert und dann auf einmal so unterbewusst dann doch hinhört und dann eine gute Laune verspürt. Und Musik und besonders Töne und Klänge funktionieren auf dem Gesetz der Resonanz. Das bedeutet, dass alles um uns herum, selbst wir als Körper, als Lebewesen, schwingen, weil wir aus Flüssigkeit und Elementen und Teilchen bestehen, die alle miteinander verknüpft sind. Und verschiedene Töne stoßen in der Luft so eine Art Wellen an, wie auf dem Meer beim Wasser. Und das setzt unseren Körper dann auch in Schwingung. Können Sie sich auch vorstellen, wie ein ganz dünnes Weinglas, was man oben so ein bisschen anschnipst am Rand, wo dann das Glas anfängt zu schwingen. Und so überträgt sich das auch auf unseren Körper und damit natürlich auch auf unseren Geist und unsere Seele.
Natürlich. Sehr interessant. Herr Keckermann, stehen weitere Projekte an in dieser Richtung oder neue Projekte, die vielleicht in eine andere Richtung gehen? Dürfen wir uns da auf Weiteres Ihrerseits freuen? Ja, natürlich. Im Moment steht oder ist eine Crowdfunding-Aktion bei startnext.com im Gange. Befindet sich so in den letzten Zügen der Finanzierungsphase. Und zwar geht es da um ein holistisches Bildungsprojekt in Verbindung mit 1.400 Kindern, 210 pädagogischen Fachkräften in 25 Kindertagesstätten. Und ja, da wird vieles aus dem Ideengeberbuch, aber auch aus dem zukünftigen Buch Der Ton macht die Musik, wo ganz viele Themenbereiche ja, zur pädagogischen Einrichtungsarbeit, Vorschularbeit und ganz vielen verschiedenen anderen Themen so als Workbook zusammengefasst sind. Ah, das hört sich interessant an. Gut, dafür wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Glück für die endende Finanzierungsphase noch. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das Buch Ideengeber: Beziehung ist einfache Erziehung von Felix Keckermann, eine Veröffentlichung der Europa Verlagsgruppe, ist ab sofort im Handel, im Paperback-Format und online im E-Book-Format erhältlich. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Keckermann. Alles Gute.